Herzlich willkommen zu Let's Play City Skylines. Heute mit neuer Performance, heute mit neuem Rechner und mit meiner Wenigkeit den Capella. Wahrscheinlich werdet ihr davon nicht viel merken, ob die Performance besser geworden ist. Ich bin selbst gespannt, was mich erwartet. Ich werde heute dieses Video noch hochladen und werde auch ein paar Sachen versuchen zu machen, zu ändern. Lasst euch am besten mal überraschen, ob es denn von der Qualität her besser ist oder nicht. Das könnt ihr mir dann mal gerne mal sagen. Auf jeden Fall werde ich auf 1920 hochladen. 4K-Videos wird es bei mir erstmal nicht geben. Sehe ich auch irgendwie nicht ein. Warum? Aber ein neuer Rechner ist da. Ziemlich guter sogar. Schon etwas länger da. Aber heute mache ich erst die Aufnahme, weil man muss ja da so einiges beachten, einstellen und etc. etc. Von da aus fangen wir heute an. Und ja, ich freue mich ziemlich. Nochmal als kleines Resümee. Wir sind ja echt weit gekommen mit der Stadt. Ich bin gespannt, wie weit wir da noch kommen werden. Für euch als Info, klar, alle zwei Tage wird es immer wieder City Skylines geben. Nichtsdestotrotz gibt es ja bald Spyro the Dragon, obwohl das dauert noch ein bisschen. Ende nächsten Monat, am 17. oder am 12. gibt es Spyro. Und Ende diesen Monats gibt es auch noch sogar, wie heißt's? So eine Art Themenhospital, das habe ich mir geholt, da habe ich richtig Bock drauf. Jeder, der so ein Themenhospital kennt, ist so eine Art Simulationsspiel, wo man sein eigenes Krankenhaus aufbauen muss mit lustigen Krankheitsbildern, mit lustigen Einrichtungsmöglichkeiten, mit ganz toll genervten Ärzten, lustigen Ärzten teilweise auch, denke ich mal. Ich bin gespannt, aber genug davon geblubbelt. World of Warcraft bin ich auch noch nebenbei bei. Da wird es aber erstmal ein bisschen dauern, bis ich da die Videos mache. Denn das ist doch schon ziemlich komplex, aber da wird es dann auch Videos bald geben. In dem Sinne reden wir nicht weiter, sondern fangen hier mit der Stadt an. Und gucken erstmal. Ich war bei schon so lange hier nicht mehr drin, dass ich gar nicht mehr weiß, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ah ja, doch. Ich weiß, dass ich hier... Doch, das wirkt sehr flüssig, das Spiel momentan. Ach du Scheiße. Ja, das gefällt mir hier nicht. Wo wollen denn die meisten hin hier? Die wollen noch da drauf. Oder nicht? Wir können ja etwas ändern. Badabam. Das wird jetzt eh wahrscheinlich so die Hauptsache sein in diesem Part. Dass wir hier versuchen, gewisse Sachen zu optimieren. Wir spulen mal vor. Keinen Sinn, dass sie das nicht benutzen. Habe ich das nicht ausgestellt? Moment. Gameplay. Ich will kein Tag-Nacht-Zyklus. Bitte. Nee, ich verstehe es immer noch nicht. Okay, dann machen wir was anderes, weil ich verstehe das gerade eh nicht. Warum da jetzt so viel? Ach, auf einmal. Oh, man kann es doch benutzen. Guckt euch das an, was der Verkehr da abfängt. Nur wegen dieser Sache jetzt schon. Das sieht zwar scheiße hier aus, müssen wir mal eine andere Lösung finden. Aber grob, erstmal haben wir Ruhe. Solange dieser Propf denn hier sich mal auflöst, so langsam... Thank you.
wollen die hier denn hier? Warum fahren die wieder im Kreis zurück? Kann mir das jemand erklären? Also warum fahren sie generell hier im Kreis, um da wieder raufzukommen? Also jetzt mal ernsthaft hier, Mr. Kollege Tonschuh. Das verstehe ich nicht. Sind das etwa noch die alten Regeln von den alten Straßenverhältnissen? Weil es macht keinen Sinn. Also ich habe die Musik hier schon so ultra leise gestellt, ja. Aber das erscheint mir jetzt selber auch noch zu laut. Bringt nichts, absolut nichts, Leute. So vielleicht, ja. Es sieht jedenfalls flüssiger aus. Okay, also wir machen ordentlich Plus. Wir machen auch wieder 6000 Plus. Wir haben immer noch den komischen Bug. Darum werden wir uns dann auch später irgendwann mal kümmern. Flughafen können wir jetzt auch noch schon bauen. Fahrgäste haben wir ordentlich, aber die Nachfrage wieder nach Industriegebiet ist wieder ultra hoch. Das ist wieder so unvorstellbar. Das geht gar nicht. Wir müssen da was ändern. Wir müssen zwei Wege bauen, das geht so nicht. Allgemein müssen wir hier auch komplett alles... Da müssen wir eine andere Lösung finden, weil das klappt ja mal gar nicht. Wir haben hier so viel Industrie. So. Ja, weiß, eine ganze Menge Geld geht jetzt hier flöten. Das ist alles hier in Ordnung. Das kann man auch theoretisch so lassen. Aber wir müssen hier was ändern. Also. Ich würde ganz gerne zwei Wege, nämlich einfach hier straight nach oben. Weil dann hier einen großen Kreisverkehr rein, in der Mitte hier ungefähr. Anders werden wir das wohl nicht handeln können. Das gerade hoch machen können, ist die nächste Frage, die wir haben. Ach, das ist auch nicht eingestellt. Ah, stimmt ja. Neuer Rechner, gleich neue Tastenbelegungen. Erhöhen nach oben bauen, da habe ich Plus und Minus gemacht. Das mache ich auch mal wieder. Beziehungsweise nach oben bauen ist die Taste und das ist die Taste. Damit komme ich besser zurecht. So, also, wir werden jetzt hier erstmal wieder einen Kreisverkehr basteln. Wir suchen uns hier mal die Mitte aus. Das wäre in dem Falle das hier. Und dann wollen wir mal. Hallo. So, das lassen wir mal. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier handhaben wollen. Es wird viel, 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 viel Verkehr. Zack, 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 zack. Ja, das kann man machen. Das sieht relativ gut auch sogar aus. Es passt auch von dem... Bloß jetzt müssen wir die Wege vielleicht erweitern.
Vielleicht, wir haben ja hier oben auch schon, soweit ich das mir noch in Erinnerung habe, hatten wir ja hier auch noch ein ganz schön raffiniertes System gehabt. Was zwar auch nicht perfekt war, weil, ja, ihr seht es ja schon. Achso, das muss auch noch in die andere Richtung. Oh, ich bin da absolut nicht zufrieden mit. Das soll alles nur in eine Richtung gehen. Soll ja nicht weiter rein. Ja, im Gegenteil, so da lang, genau. Okay, das heißt, wir haben hier auch noch mehrere Ausgänge, die dann zur Autobahn da ganz hinten führen. Hier haben wir schon mal den Kreisel und jetzt würde ich mal anfangen, die Autobahn hier weiter fortzusetzen. Denn ohne die Autobahn, also wenn wir da oben wirklich so viel Industrie hinknallen, dann brauchen wir das einfach mal. Drei Wege ist, glaube ich, das Minimum. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir da unbedingt mehr haben müssten. Wäre schon echt stylisch, wenn wir hier so irgendwie sowas in der Richtung bauen könnten. Ja, so um den Dreh. Und das war dann noch wieder das gleiche. So. Scheiße, jetzt zeigt er mir den Winkel nicht an. So. Ja. Ja. Nur grob, dass wir eine Richtung haben. Ja. Was denn? Oh, Leute, sowas kann ich ja leiden, ne? Ihr kennt ja meine Devise. Das sieht scheiße aus. Das muss schon irgendwo ein Nenner sein. Ja, so kann man es ungefähr lassen. Okay, das heißt, wir haben also eine lange Linie für zwei Wege. Das heißt also, beide werden jetzt hier schlussendlich dann nach oben führen oder wie auch immer. Jetzt ist halt die Frage... da war eine Brücke. Das sah eigentlich geil aus. Da hätte ich Bock drauf. Ja, es sieht natürlich ziemlich scheiße aus. Dabei hier. Das richtige. Moment, wir müssen das mal ausmachen. Manchmal ist es ja da, manchmal ist es nicht da. Da ist es manchmal interessant, dass man das nicht selber. Das wird aber nichts leider. Wenn ich hier Plus mache. Naja, schade, Leute. Ist halt leider so, können wir nicht ändern. Ansonsten kommen wir da nicht auf den Nenner, glaube ich. Okay. So, eine schöne Autobahn hier. So, ist das denn der richtige Weg? Also der ist richtig hier? Hier habe ich einen kleinen Fehler drin, ne?
Ich würde behaupten, dass wir trotz allem regen Verkehr hier haben werden. Würde ich jetzt mal behaupten. Können wir gleich mal schauen, wie wir das dann unten auch nochmal verbinden. Die Schönheitsoptionen, die können wir dann ja noch später dann machen. Also jetzt ist es... Was ist denn hier? Das ist aber richtig. Die sollen noch da fahren. Hier ist ein Fehler drin. Okay. Das heißt, wir haben hier den Kreisverkehr. Vom Kreisverkehr hätte man noch die Möglichkeit vielleicht haben können, dass man von da aus auffahren kann oder da halt rauf. Je nachdem, wie man fährt, wäre das möglich. Hier drauf, darauf zum Beispiel. Das wäre alles möglich. Das können wir jetzt auch mal machen, weil das brauchen wir wahrscheinlich auch. Zack. Und von hier aus. Zack. Von hier aus. Nee, das geht nicht. Das sieht ja scheiße aus. Warum kann ich das nicht ändern? Bitte. Die Richtung. Machen wir das halt so. Okay, jetzt haben wir das soweit vernetzt, würde ich sagen. Also, dann hätten wir jetzt hier noch die Vernetzung. Da werden wir dann aber wieder mit den zweispurigen Straßen arbeiten, würde ich meinen. Und zwar mit denen hier. Perfekt. Ja, ist immer verdammt viel Arbeit, muss man ja mal sagen. Also darauf, da rein, rauf rein, rauf rein, raus rein. Können wir da unten noch drunter bauen? Wäre natürlich cool, wenn wir es könnten. Aber ich könnte es ja absenken. Das wäre doch eine Möglichkeit. Oder nicht? Das würde doch funktionieren, oder nicht? Rein theoretisch. Zwar nicht geil aus, aber immerhin eine Option, muss man ja mal sagen. Nee, machen wir nicht gerade. Ah, ich weiß nicht, da machen wir keine Verbindung. Nee, nee, nee. Hier machen wir auf jeden Fall so kleine Verbindungen, die wir halt so machen können, was uns halt so die Möglichkeit gerade bietet. So, ich weiß nicht, ob das jetzt die Ultralösung ist. Also wir haben den Verkehr hier auf der rechten Seite, der in diese Einbahnstraßen rein kann und dann schlussendlich ganz, ganz, ganz hinten hier rauskommt, um den Verkehr abzuhalten.
abzufedern, möchte ich jetzt schon fast sagen. Und der gesamte Verkehr kann jetzt eigentlich straight gerade durchfahren. Wir machen Play und gucken uns das mal einfach mal an. Hier haben wir schon wieder Stau. Wen hätte es gewundert? Ah, jetzt fahren natürlich da sehr viele lang. Ja, auch das hätte mich jetzt nicht verwundert. Wir schauen mal, wie das erstmal läuft. Das muss ich erstmal eh einfädeln. Würde ich jetzt mal behaupten. Straße müssen wir aufwerten. Jedenfalls die hier. Würde ich mal behaupten. Wir testen das einfach mal aus. Ja, freuen sich die wenigsten, aber Hauptsache, das sind dann wieder so kleine Kacklücken. Drecksarbeit, die alle auszufüllen. Aber ich kann auch einfach mir das einfacher machen. Ja. Zack. Mensch, Capella, mach sie doch einfach. Ups. Ganz bestimmt da nichts. Das ist aber auch ein Verkehr. Alter Scheiße, ne. Das kriegen wir hier nicht perfekt gelöst, wie ihr merkt. Aber nichtsdestotrotz läuft es hier wieder flüssiger. Alle Autos, die in die Stadt wollen, kommen jedenfalls auch an, wo sie wollen, sollen, wie auch immer. Was halt eine Möglichkeit wäre, weil jetzt alle natürlich hier rüber wollen, ob wir hier eine Straße haben, die so gesehen rausführt, weil die wollen ja eigentlich alle nur raus. Mehr wollen sie ja nicht. Das ist ja wir gucken mal. Was wir hier draußen zaubern können. Ob die Leute denn den hier auch noch nehmen. Weil schön kriegen wir das nicht hin, denke ich mal. Ach, das sind jetzt Ampeln, ne? Kann das sein? Das sind alles Ampeln, ja. Ist natürlich kontraindikativ. Lovely piece. It sort of reminds me of the time I was out by the lake enjoying the sun and the trees, and I was in such a good mood that I pulled out my phone and listened to the very track we just heard. Delightful. Was wartet die Linie hier eigentlich? Naja, das alles über die Kreuzung laufen zu lassen, ist nicht gut. Wir probieren mal noch was. Noch eine Verbindung, damit wir noch mehr abfangen, abfedern, wie auch immer. So, die benutzen wiederum den anderen Weg. Das sieht gut aus, oder? Naja, ist Geschmackssache natürlich. Also ich finde es nicht unbedingt perfekt, muss ich selber zugeben. Aber so haben wir jetzt schon mal den Verkehrschaos erstmal
bewältigt. Sprich, wenn wir das noch weiter kombinieren, fahren die hier nämlich schön alle... Ach du Scheiße. Anhalten müssen, das ist mir ein Rätsel. Vor allem immer wieder. Dann gefällt mir das ja nicht, weil das muss flüssig verlaufen. Theoretisch. Dass die Abfahrt da ist, ist klar. Aber denn, wenn das so dramatisch hier ist, an dieser Stelle, dann wüsste ich jetzt aber nicht, wie kommen die denn sonst dahin? Fast gar nicht. Staut sich zu sehr. Tut mir leid. Alter Scheiße, ne. Ist da Verkehr. Aber egal, es funktioniert, es läuft. Lassen wir es erstmal so. Wir gucken mal, ob es dazu zu Engpässen denn kommen würde, denn auf lange Sicht gesehen. Und die wollen immer noch mehr Industrie. Ich gehe am Stock. Sollen sie auch kriegen. Weiß ich nicht. Ach komm. Jolo. Das Holzimperium hier oben, liebe Leute. So, ja, das ist ein sehr kurzer Part, obwohl 30 Minuten sind schon fast wieder vorbei. Ja, wir haben heute erschreckend wenig geschafft. Aber wir machen wieder ordentlich gut Geld. Unsere Bewohneranzahl wächst stetig und wir sind auch nicht mehr weit weg von 90.000. Das könnten wir sogar fast knacken, oder? Fehlt nicht mehr viel. Wir müssen natürlich überlegen, was machen wir hier mit diesem, ja, Bereich, ne? Bauen wir da drum rum? Bauen wir hier noch was großartig hin? Bauen wir die Stadt weiter? Wahrscheinlich. Würde jedenfalls Sinn ergeben. Aber so an sich gefällt mir das schon mal besser. Jetzt läuft doch sehr flüssig, muss ich sagen. Also macht sich doch schon bemerkbar der Rechner. Sehr schön, hat sich gelohnt. Für unsere Parktour finde ich auch sehr schön. Okay. Alter, ist hier Verkehr. Aber Leute, ernsthaft, ihr fahrt da drauf, um da wieder raufzufahren? Nicht nur, dass sie den Verkehr theoretisch denn hier wieder behindern könnten durch diese Aktion, das ist ja selten dämlich. Okay, nee, die 90.000 Marke knacken wir auf jeden Fall noch nicht. Und ja, was werde ich in den nächsten Parts machen? Ich bin selber gespannt, was ich machen werde. Hier haben wir ja auch schon verdammt viel gebaut. Ich werde gucken, dass wir hier jetzt weitermachen, so langsam. Der große Flughafen wird wahrscheinlich hier hinkommen. Habe ich mir jedenfalls so vorgestellt. Müssen wir mal schauen, ob wir das überhaupt machen können. Und der Zoo natürlich. Der Zoo fehlt uns gänzlich noch. Wir haben sonst alle Freizeitparks, also einen normalen Park, den Freizeitpark, Vergnügungspark, Schrägstrich, das Naturschutzgebiet und ich glaube, ja genau, Stadtpark haben wir, Freizeitpark haben wir, das haben wir, ja, wir haben soweit alles. Wie sieht denn eigentlich die Parkpflege aus? Kann man nicht meckern soweit. Gut aus. Okay, gut, ich würde sagen, in dem Sinne werde ich den Part erstmal beenden. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr natürlich ein Däumchen da lassen, wie immer. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Capella. Tschö, mit euch.